Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zurück. Ich glaube nicht, dass das Schiff sicher ist. Wir sind schon viel zu oft auf Geth gestoßen. Ich bleibe mit Dr. Oloy in der nächsten Station. Dort sind wir bestimmt sicherer. Okay. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hier gerade sind. Ich habe irgendwas mit einer Rosalie angenommen. MS Rosalie. Oh, Scheiße. Das sieht nicht schön aus. Primärsysteme online. Willkommen im Infanteriekampffahrzeug M44 Hammer. Hier spricht Ihre Bord-VI. Um zu springen. Oh. Okay. Achtung, Zielsuchraketensystem aktiv. Missionsziele geortet. Drücken Sie die... Von wegen hier. Hä? Drücken Sie rechts Maus und bleiben Sie in der Nähe der Forschung, um sie anzusammeln. Ach so, jetzt. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Hä? Ich hab. Wann muss ich nochmal springen? Ich habe das jetzt vergessen, wo ich nochmal drauf drücken muss zum Springen. Ich verbrenne jetzt. Ich habe vergessen, wo ich springen muss. Ich habe echt vergessen, wo ich springen muss. Ja. Aber fortfahren, bitte. Ich habe echt vergessen, wo ich springen muss. Wo muss ich denn? Irgendwas war da mit einer Maustaste. Wir sind schon viel zu oft auf Geth gestoßen. Ich bleibe mit Dr. Oloy in der nächsten Station. Dort sind wir bestimmt sicherer. Willkommen im Infanteriekampffahrzeug so. M44 Hammer. Hier spricht Ihre Bord-VI. Ach, die Umschalttaste umzuspringen. Ah. Wie soll ich das denn drücken, während ich. Achtung, Zielsuchraketensystem aktiv. Okay, ich verstehe es. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Interessant. Schlage genauere Inspektion vor. Ja, ich kann da nichts für. Das schwebt weg. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da hoch. Ach du Gott. Das ist jetzt deren Ernst? Ich muss da jetzt hoch? Wow. Durch Umwelt entdeckt. Leertaste, um zu stürmen. Okay. Was ist das hier für ein Scheiß? Hast du schon gar keine
kein Springen mehr. Guck mal, so weit hoch komme ich gar nicht. Na, 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 bleib schön da drinne. Wie soll ich denn da überall hochkommen? Da komme ich auf jeden Fall hoch. Nee. Das ist ein Scherz. Da. Oh mein Gott. Ich sehe es. Da so. Chip, 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 chip. Wow. Ah, hab's gefunden. Nee, ist egal. Okay. Oh. Ob ich da so hochkomme? Oh, Alter. Okay. Ach, komm. Sei kein Schwein. Was ist das denn? Irgendwas blau hier? Ach jo, da. Oh. Da war ich doch gerade. Warte mal. Ich, da wäre ich auch gar nicht so hingekommen. Ich bin da drauf. Ach, der, jetzt braucht er hier noch länger. Guck mal. Das dürfte es gewesen sein. Bin ich jetzt fertig? Ach, das ist. Das war's schon. Cool. Ja. Ich darf nämlich weggehen, weil ich nämlich fertig bin. Ich wollte gerade sagen, das Teil ist mega geil. Ich würde das behalten. Ja, bis jetzt bin ich eigentlich stolz auf mich. Ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten Folgen habe ich es hingekriegt, mich zu verabschieden und euch zu begrüßen. Oh, ich habe immer einen Fehler. Wenn ich so, vielleicht merkt man mir das manchmal nicht an, aber ich bin echt nervös. Wenn ich so eine Begrüßung mache oder mich verabschiede, ja, beim Verabschieden will ich das einfach nur so schnell hinter mich kriegen. Und ich sag dann immer und danke und ich sag dann immer macht's gut und danke fürs und danke beim Zusehen. Ich sag immer beim Zusehen. Ich meine eigentlich fürs Zusehen. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mir zugesehen habt fürs Zusehen. Und ich sag jedes Mal beim Zusehen, ey, boah, ich denke mir dann auch dann danach, ey, die Leute müssen doch denken, du bist einfach nur blöd. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ist nicht schlimm, wir müssen ja jetzt hier nur nach Said helfen. Aber erstmal machen wir hier noch den, boah, der Planet, der sieht ja mega geil aus. Das ist meine Farbe. Na? Da. Och, der toll, jetzt habe ich keine Sonden mehr, das gibt's ja nicht. Wo habe ich denn die alle verbraten? Na, machen wir jetzt erstmal seine Aufgabe. Habe ich ihn noch dabei? Ne, ich habe jetzt gerade Morden mitgenommen. Wen nehme ich denn mit? Ich glaube Jack.
Jack alles kann hier. Wir nehmen das. So, was haben wir denn hier? Ist er blind oder hat er nur zwei verschiedenfarbige Augen? Hacke mich in die Kommunikation der Blue Suns. Bleiben Sie in der Nähe und Vorsicht vor Hinterhalten. Ach, Herr Jemini. Einheit Bravo, in Ihrer Nähe ist ein Shuttle gelandet. Sehen Sie sich das an. Los geht's. Bleiben Sie in der Nähe. Ich denke, dass ich in der Nähe bin. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig Vidos Handschuhe. Oh mein Gott. Wir weiter vor. Habt ihr den Affen gesehen? Er ist ja mega süß. Ich glaube, dass das ein Affe ist. Oh mein Gott. Kommando an Bravo. Position einnehmen. Diese Leute sind vermutlich keine Flüchtlinge. Huch. Oh mein Gott, die sind so putzelig. Meldung an Basis. Bewaffnete Eindringlinge am südlichen Checkpoint. Na komm. Das Teil ist ultra schnell leer. Ich werde euch vernichten. Sofort einen Sanitäter. Einen Sanitäter brauchst du nicht mehr. Leute, hier ist keiner mehr. Glaube ich zumindest. Nee, hier ist noch einer. Wow, 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 wow. Jetzt ist hier aber keiner mehr. Verstärkung ist unterwegs. Wir geben ihnen Deckung. Oh oh. Ich brauch das. Nehme Deckung. Der muss weg. Der muss weg. Boah, ist der jetzt echt explodiert. Den hast du nicht zu bieten. Mann. Nicht schießen, Shepard. Okay, alle Einheiten zurück. Das heißt, wir können voranstürmen. Hier ist Commander Santiago. Wer flieht, solange die Eindringlinge noch leben, den töte ich höchstpersönlich. Und jetzt kommen Sie verdammt nochmal zurück. Vido, klingt, als hätte er sich nicht verändert. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Vido. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. Warum hat mir niemand gesagt, dass Sie die Blue Suns gegründet haben? Weil es keiner weiß. Vido hat mich aus den Unterlagen getilgt. Er war für den Schreibkram zuständig, ich für die Männer. Hat eine Weile wirklich gut geklappt. Dann hat Vido entschieden, Bataillane einzustellen. Billigere Arbeitskräfte, hat er gesagt. Verdammte Terroristen, habe ich gesagt. 20 Jahre. Ziemlich lange Zeit, um einen Groll zu hegen. Einen Groll? Vido hat meine Männer gegen mich aufgehetzt. Er hat 6 von ihnen bezahlt, mich festzuhalten, während er mir eine Knarre an den Kopf gehalten und abgedrückt hat. Seit 20 Jahren sehe ich dieses Schwein jedes Mal, wenn ich die Augen schließe. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel anvisiere. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss höre. Das ist kein verdammter Groll. Sie haben einen Schuss in den Kopf überlebt? Ja. Und Sie haben die Zerstörung Ihres Schiffs überlebt. Wenn man stur genug ist, kann man fast alles überleben. Wut ist ein verdammt gutes Schmerzmittel. Wir sollten lieber aufbrechen. Sie sind beim südlichen Zugang. Alle Einheiten zum Torhaus. Jetzt!
wissen, dass wir hier sind. Na los, komm schon, du Hurensohn. Ach, es ist so schön idyllisch hier. Wunderbar. Einheiten Charlie Delta beim Torhaus sammeln. Torhaus? Das sieht für mich aus wie ein Torhaus. Oh. Said Massani, Sie haben mich endlich gefunden. Wieder. Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie's. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Brenn, du Schwein. Das ist schlau. Das war ihr Todesurteil, Massani. Nicht schlecht. Was war denn jetzt vor? Was zum Teufel machen Sie da? Warum wollte der nochmal unsere Hilfe? Öffnen Sie das Tor. Wir sind hier, um diese Leute zu befreien. Warum zum Teufel wollen Sie die Raffinerie in die Luft jagen? Ich bin hier, um Vido Santiago zu töten. Ui. Wenn ich Ihnen bei Ihrer Mission helfen soll, sorgen Sie lieber dafür, dass der Kerl heute stirbt. Bleiben Sie bei Ihrem Auftrag, Said. Sonst haben wir ein Problem. Ich glaube, das haben wir schon. Ich will Vido tot sehen, Shepard. Koste es, was es wolle. Oh, 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 oh. Ich werde euch vernichten. Oh, das war's für dich. Oh, 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 oh. Das brauche ich noch. Oh, oh, oh. Wir müssen da rein. Ist das dein Ernst, dass wir da rein müssen? Also ich spiele das ja nicht blind, ne? Aber es ist ja auch schon sehr, 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 sehr lange her, dass ich das überhaupt gespielt habe. Aber das ja mit Said habe ich ja noch nie gespielt. Der DLC ist ja Hilfe! Neu. Wir sind eingesperrt! Wir kommen nicht zu den Gasventilen, um sie abzudrehen! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle Docks. Oh nein. Sollen wir sie etwa zulassen? Sie würden diese Menschen sterben lassen? Und ob. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Pfeif auf die Loyalität. Wir retten sie. Said hat recht. Vido muss sterben. Scheiße. Na komm. Jeder nimmt wahrscheinlich Pfeif auf die Loyalität. Wir retten sie. Ich nehme Said hat recht. Komm. Na los, bevor Vido fliehen kann. Freut mich, dass Sie meiner Meinung sind. Oh Gott, wie lassen die Menschen sterben. Nein! Hilfe! Nein! Oh mein Gott, sind wir grausam. Schitte. Ah. Eieiei. Abtrünnigkeit. Boah, 15 Abtrünnigkeit. Ui. Ich nehme sie mit in den Tod. Jack sagt gar nichts dazu, weil die das wahrscheinlich genauso sieht. Da ist gerade was explodiert. Eure Betäubungsschuss ab! Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Gott, ich lasse die Leute zurück zum Sterben, ey. Wie grausam bin ich. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, ich wäre in echt so. Damit lässt sich was anfangen. Es wäre erschreckend für euch, wenn ich jetzt sagen würde, ja. Ich brauche Deckung! Eure Schlagschuss ab!
Sie auf, sich hinter diesen Männern zu verstecken. Kämpfen Sie! Feuer konzentrieren! Sie haben mich... Okay. Oh. Oh. Scheiße, ich hab keine Waffe mehr. Ich leg euch alle um! Okay. Oh mein Gott, ich höre die ganzen Leute schreien. Oh. Mein Gott, ich bin so... Oh, das ist so grauenvoll. Was habe ich getan? Das sieht interessant aus. Firestorm, toll. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ich gehe rein. Verdammt, habe die Schilde verloren. Wer ist der Nächste? Wo ist er denn jetzt gerade aufgetaucht? Nichts kann mich aufhalten! Okay. Oh Gott, die Leute, ey. Ich habe hier aber das schlechte Gewissen. Sie hätten sterben sollen, als ich sie das erste Mal erschossen habe. Irgendwas sagt mir, dass... Oh mein Gott, ich bin... Ist völlig egal, wen sie bei sich haben. Ich bring euch alle um. Glauben Sie, ich würde meine Männer nicht verbrennen, um sie zu töten? Ich reiß... Hab ich dich! Fangen Sie lieber an zu beten, Masami. Na. Kann mal einer den da erschießen? Da sind sie! Ich nehme sie mit in den Tod! Aua! Ich glaube, ich werde hier gerade angeschossen. Dann macht sie fertig! Ich weiß noch nicht, wann... Ach, was ist das denn da oben? Da hinten kommt auch noch einer. Nicht auf mich schießen! Ja, Entschuldigung, du bist im Weg mit deinem Ärmchen hier. Nimm in Deckung! Fall auf Boden! Ach, jetzt fängt das auch noch an. Wo sind wir denn hier, ey? Dann löst sich, schießen sie darauf, begraben sie sie darunter. Treibstofftank? Treibstofftank. Nee, es ist kein Treibstoff. Nicht du. Oh. Der ist voll verbrannt. Was runter? Mein Gott, wo muss ich denn hin? Ich renn mal hier lang. Ich hab irgendwas gefunden. Jetzt renne ich da eben schnell hin. Ich werde angeschossen. Ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt alles einsammle. Primär Verteidigung offline. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, das geht in die Luft. Ich glaube, wir müssen nach unten. Oh Gott, ich werde verbrennen. Doch nicht. Oh, da hinten ist noch eine Tür. Oh. Doch, die schaffe ich. Toll, hier ist ja mal so gar nichts drin.
da unten? Habe ich die jetzt echt übersehen? Und auch gar nichts. Ah. Dann bleibt er nur noch hier. Und? Jetzt ist er trotzdem entkommen, nicht wahr? Und wir haben die Leute sterben lassen. Oh mein Gott. Said, bitte! Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich, das schwöre ich. Es ist 20 Jahre her. Sehen Sie sich an. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Said, bitte. Ich werde hier sterben. Tun Sie doch etwas. Brenn, du Schwein. Okay. Also das ist jemand, der definitiv über Leichen geht. Wir haben die ganzen Leute sterben lassen. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Naja, ich verabschiede mich bei euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.